Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Wiedersehen nach dem neuen Nacht. Kann ich nicht toll Orgel spielen? Aber ich will mal ehrlich bleiben. Nicht ich bediene diese Tasten hier, sondern ein Star auf diesem Instrument, den Sie alle kennen. Tja, und wer es ist, das verrate ich Ihnen gleich. Und hören Sie einmal, wie ein Koch im Blauen Buch, heute der Koch im Blauen Buch, eine Minute eine südamerikanische Spezialität zubereitet. Ganz langsam, auf geht's. Thank you.
den Speichergarten, das klingt wunderbar. Klassische Musik mit einer wunderbaren Oboe, ganz toll. Oder eine spanische Gitarre, das ist ganz toll, super. Das Orel gehört dazu. Ja, dann braucht ihr mal auf. Gesetzt. Ein Klavier. Cembalo. Also, falscher Knopf. Schon wieder falscher Knopf. Also, das geht alles mit echten Dingen zu. Ja? Nein. Jetzt haben wir es. Besser Geige. Ja, wir beide haben ja vor der Sendung schon ein bisschen geprobt. Ja. Wir wollen eben dem Zuschauer diesen musikalischen Druck und das werde ich nicht vorenthalten. Ich bin ganz aufgeregt. Das freut mich sehr. Wo fangen wir an? Am besten hier. Gut. Okay, ich gebe dir vor. Okay. Dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. Das war ein
Spieler, der das ist ein bisschen in Anlehnung an den Wunderflug, den ich früher gespielt habe, hat eine Position, sie heißt Alarm und Restaurant. Das ist vielleicht nicht klar, dass man einen kleinen Augenzwinkel nicht bei uns ist wie angekündigt Hans Lambert. Sie haben die offizielle Hymne für die FIFA zur Fußballwende geschrieben. Wie kamst du dazu? Vor circa 3 Jahren war in München ein Länderspiel. Deutsche Nationalmannschaft hatte eine Weltauswahl. Und dann irgendwie Mannschaften anzuspielen, ohne dass die traditionellen Hymnen vorher erlungen sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, Nationalmannschaft, also der deutschen, die deutsche Nationalhymne, hätte man hier spielen können. Aber was hätte man bei der Weltauswahl gespielt? Und da hat man darauf verzichtet und das war für mich das Zeichen, dass die FIFA eine Hymne braucht. Da muss was her. Wann wird diese Hymne denn jetzt gespielt? Sie wird eigentlich bei allen 52 Begegnungen gespielt, wenn die Mannschaften das Spielfeld betreten. Und zwar geht im Grunde genommen die Melodie um die ganze Welt, um den ganzen Planeten. Mhm. Und Sie waren ja jetzt auch beim Eröffnungsspiel, ja, glaube ich, in den USA. Ja, es war das erste Mal sehr, sehr heiß, aber sehr beeindruckend. Und es wäre auch unheimlich viel von Lenz da. Haben Sie Herrn Kohl und Herrn Clinton auch gesehen? Ja, natürlich. Das ist der Domingo, natürlich auch Max Beckenbauer. Waren Sie direkt in der Nähe, oder? Etwa 8 Plätze davon entfernt. Das ist ja ganz viel hier geschieht. So richtig in der Nähe, da mittendrin, ja. Okay, dann wollen wir uns das Ganze jetzt mal anhören. Die offizielle Hymne für die FIFA, für die Fußball-Weltmeisterschaft von Frank Lambert. Bitte. Thank you.
und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Firma Musikspot heute Abend hier begrüßen. Und wir präsentieren Ihnen, glaube ich, den wohl populärsten und bekanntesten Künstler an der elektronischen Orgel, Franz Lambert. Ich liebe die Spontanität und die Herzlichkeit des Publikums hier und freue mich wirklich sehr auf diesen Abend mit Ihnen. Dankeschön. Ich habe meine, ich glaube schon meine beiden besten Orchester mitgebracht, meine zwei Lieblingsorgeln. Sie hat schon einige Kilometer auf dem Rücken. Und ich spiele sie schon seit 5-6 Jahren. Da sind wir schon 7 und das vergisst man ganz schnell, weil die Zeit auch manchmal so rasend schnell vergeht. Und das ist mein neues Lieblingskind. Und Sie werden bemerken,
dass sich beide Orgeln grundsätzlich im Sound enorm unterscheiden. Es ist wie mit einem schönen Mädchen, je nach Tonart reagiert sie verschieden. Was man mit dem einen Mädel machen kann, kann man mit dem anderen wiederum nicht machen, je nachdem, welche Tonart man spielt. So sollte man es vielleicht mal sehen, wenn ich das mal so ein bisschen locker ausdrücken darf. Ich habe relativ stimmig begonnen, glaube ich, und zwar sollte ich Ihnen sagen, was es war. Viele wissen es natürlich, eine eigene Komposition, sie heißt Atlantis und ist vor 2 Jahren zur offiziellen Eishockey-WM-Hymne in Prag auserwählt worden. 25 Jahre, meine Damen und Herren, stehe ich jetzt auf der Bühne. Ich weiß, dass man mir es nicht ansieht. Das liegt daran, dass ich seit 6 Jahren jeden Morgen zum Frühstück 2 Bananen, 2 Kiwis, 1 Zitrone und 1 Scheibe Vollkornbrot zu mir nehme. Das hält mich jung. Ja. Genau. Ausprobieren. Also, zurück zur Musik. Ich möchte jetzt mit einer Melodie beginnen von einem weltberühmten Komponisten und ich hoffe, viele freuen sich darauf, wenn ich gleich den Titel nennen werde. Er hat viele, viele Musicals geschrieben, weltweite Erfolge, Don Cry for Me Argentina, Jesus Christ Superstar, Cats und wohl sein berühmtestes und beliebtestes mittlerweile Musical, Guten Abend. Sie kommen nicht zu spät, ich habe sehr früh angefangen. Okay, herzlich willkommen. Okay. Ich spreche von dem Phantom der Oper und der Komponist ist Andrew Lloyd Webber. Thank you.
So, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass ich Sie nicht zu sehr erschreckt habe mit der Lautstärke, aber sonst wird die Nummer nicht, das ist wirklich so. Ich verspreche Ihnen aber als nächstes jetzt etwas leisere Töne zu spielen, zumindest die nächste Melodie. Und Sie werden auch bemerken, dass es, ich glaube schon, ein Wechselbad der Gefühle und zwischen Pianissimo und Fortissimo sein wird. Wenn Sie hier rüberschauen, meine Damen und Herren, wenn ich mich so sehe, als ob ich der Sohn eines Zigeuners wäre. Schwarzes Haar. Ich weiß nicht, was da los war. Seltsam. Ich war heute beim Friseur in Köln. Guten Schnitt? Super, ne? Sehe ich noch immer aus. Also, hier steht drauf For You. For You, meine Damen und Herren, ist die Nummer 88, die ich auf die Menschheit losgelassen habe. Also im Klartext 88 Produktionen, CDs, Langspielplatten. Und Sie sollen diese neue, Sie müssen sie, Sie sollen sie gar nicht kaufen, Sie sollen nur wissen, dass es eine neue gibt und es eine neue gemacht haben. Mit der Formulierung habe ich lange gebastelt. Aber es hat mit dem Programm, das Sie hier auf dieser CD hören, etwas Besonderes, nämlich die Leser der Zeitschrift TV Neu und die Fernsehzuschauer von Sat.1 haben ihr Publikum das Programm wählen lassen, also sämtliche Titel, die hier zu hören sind, wurden gewünscht. Und ich habe diesmal so gut wie überhaupt keinen Einfluss gehabt. Ich habe diese Wünsche eben gespielt und aufgenommen. Und meine Tochter Karina, die ist jetzt 16 Jahre alt, sagte vor 14 Tagen etwa zu mir: Papa, ich habe meiner Freundin, der Natascha, diese CD geschenkt. Sie ist so begeistert davon, dass sie sie jetzt ihrem Opa zum 70. Geburtstag schenken wird. Ist das nicht herrlich? Toll, ne? So. Das sind überwiegend romantische Melodien und immer dann, wenn ich einen Song aus dieser Aufnahme spiele, gebe ich immer ein Zeichen, dass Sie wissen, was Sie erwartet im Falle eines Falles. Diese Melodie, die Sie jetzt hören, hat Wladimir Kosma komponiert und sie heißt Only Love, also nur Liebe. Thank you.
Und ich habe das Glück, so alle 3 bis 4 Jahre, einmal in Spanien engagiert zu sein oder auch in Mexiko. Und Mexiko ist wirklich meine große Liebe. Ich habe 1986 einmal dort gespielt, anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft. Da kam Deutschland und sagte, und seit dieser Zeit, immer wenn ich Mexiko höre, fängt mein Herz wieder an zu staunen. Und wenn ich in Mexiko bin, da sagen die Mexikaner, Francisco ist wieder da. Und es ist etwas Wunderbares. Überhaupt, ich wollte mein ganzes Leben lang, wollte ich eigentlich Johnny heißen, weil der Name Franz im Showgeschäft, also entweder Jod, es gibt ja nur einen Jodler, ne? Franz Lang, dann gibt es noch Franz K., ansonsten gibt es nur klassische Komponisten, aber ich bin ja kein klassischer Komponist, gut, dann gibt es noch Franz Beckenbauer natürlich, selbstverständlich. Aber wie gesagt, für mich ist es immer eine große Freude in Europa und natürlich in erster Linie logischerweise in Deutschland, aber in Mexiko, in Italien zu spielen. Und wenn ich in Italien bin, dann sagen die Italiener, Francesco Lambertini ist wieder da. Und in Spanien, gut, sowieso Francisco Lamberto. Und wenn ich in Prag spiele, bin ich František Lambertschek. Und wenn ich in Budapest gastiere, bin ich der Ferenc. Und in Frankreich François Lambert. Und in Deutschland Franz Lambert. Mein Gott. Ist das nicht frustriert? Wäre nicht so schlimm? Ich möchte Ihnen eins dazu sagen, wir haben ja auch einen kleinen Sohn, oder das Kleine, der ist mittlerweile 13 Jahre. Und den wollte ich eigentlich als Manuel taufen. Jetzt heißt er Manuel, weil meine Frau da nicht eingestanden war. Und er hat neulich zu mir gesagt, Papa, weißt du, als kleiner Junge ist ja Manuel ein schöner Name. Aber wenn ich mal groß bin und ein Mann bin, hätte ich eigentlich viel lieber Franz geheißen. Jetzt kommen Sie. Naja, warum erzähle ich das? In den südlichen Ländern wie in Mexiko und Spanien hört man sehr, sehr gerne den Klang der spanischen Gitarre. Und ich möchte jetzt eine Gitarrenfantasie für Sie am Anfang spielen. Die zweite Melodie hat ihren Ursprung in Italien, in Capri. Insel auf Capri heißt sie. Und die dritte Melodie habe ich selbst komponiert. Sie heißt das Kinderlied. Und das werde ich in einem Medley für Sie zusammenfassen. Vielen Dank. Thank you.
Ich möchte gerne sagen, was ich gespielt habe. Es war eine eigene Komposition, sie heißt César.
und Cleopatra. Es gibt in Paris einen Komponisten, einen Griechen, ich nur eine Wirklichkeit, der hat wundervolle Kompositionen geschrieben und immer dann, wenn ich Musik von ihm höre, dann schwebe ich über allen Planeten. Ich spreche von Vangelis. Und der hat die Filmmusik zu Columbus geschrieben und diesen Song möchte ich Ihnen jetzt gerne spielen. Er nennt sich Correct Conquest of Paradise 1492. Thank you.
Meine Damen und Herren, ich bin ja nach wie vor ein wirklich großer Freund des eigentlichen Orgelsounds. Also ich spreche jetzt davon, was der Volksmund oder den Klang der elektronischen Orgel versteht. Das ist keine Oboe, das sind keine Streicher, kein Spinett, keine Gitarre, sondern der Sinus-Sound. Und der Herr, der nimmt schon so ganz freudestrahlend. Sie haben sicherlich schon drauf gewartet. Ich auch. Aber jetzt bringen wir was, und zwar ein Swing-Medley. Besteht aus Love in Your Eyes, Don't Worry Be Happy und viele andere Melodien. Ich freue mich auf dieses Medley. Danke. Thank you.
So, dann, das wäre der traditionelle, der populäre Orgelsound der vergangenen Jahre. Und jetzt kommen wir zu dem Sound der heutigen Zeit, wie die Orgel heutzutage klingen sollte. Es wird immer schwieriger, meine Damen und Herren, wenn man das Radio anschaltet, und man muss sich ja ungeheuer anstrengen, wenn man mal einen Solisten an der elektronischen Orgel hören will, egal wie er heißt. Und wenn er einmal zu hören ist, dann meistens mit solch einem zeitnahen Sound. Jetzt habe ich alles ziemlich vollgriffig gespielt, das haben Sie bemerkt. Und jetzt werde ich mal schön nur mit einem Finger unisono spielen. Und das ist heute eigentlich mehr gefragt. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Und der Titel heißt Righty Wading. Das ist die Geschichte eines jungen Mannes, der sich in ein Mädchen verliebt hat, in Michelle. Und Michelle kann sich nicht so schnell für ihn entscheiden. Und er sagt, auch wenn du mich jetzt im Moment nicht magst, ich komme zu dir zurück, ich warte hier in Mühlheim in der Stadthalle, bis du mich liebst. Auch egal, wie lange es dauert. Right here, right here.
wissen, um welche Melodie es sich hier gehandelt hat. Ich habe das am Ende angedeutet, das war die FIFA-Hymne, die Sie, wenn Sie ein bisschen aufgepasst haben, während der Fußball-Weltmeisterschaft jetzt in Amerika, immer mal gehört haben, wenn die Nationalmannschaften das Spielfeld betreten haben. Es waren insgesamt 52 Begegnungen und, wenn ich dann zurückdenke, Chicago ist eine wunderbare Stadt, aber meine Freude wurde ein wenig gedrückt beim Eröffnungsspiel, bei dem ich anwesend sein durfte. Und es ist etwas im Grunde genommen Ungeheuerliches, Unglaubhaftes passiert. Nämlich, die FIFA hatte verabschiedet, dass beim Eröffnungsspiel, wie bei allen anderen Begegnungen natürlich auch, wenn die Mannschaften Bolivien und Deutschlands das Spielfeld betreten, diese Hymne erklingen wird in einer Kurzfassung von 45 Sekunden. Und ich dachte, mein Gott, das ist schön, nach 25 Jahren bist du jetzt auf der Bühne und hast solch eine ehrenvolle Aufgabe bekommen, diese Hymne komponieren zu dürfen, und sie wird weltweit gesendet, allein beim Eröffnungsspiel knapp 2 Milliarden Menschen. Das sollte eigentlich für mich ein wunderbarer Tag werden. Ich sitze in der Reihe 8, 9, 10 Plätze von Helmut Kohl, der hat ja fast 2 Sitze gebraucht, der hat unglaublich lange. Rechts drüben war Bill Clinton, dann Franz Beckenbauer, Placido Domingo, mein Freund Volker Himmelsreher aus Köln mit seiner Frau Michelle und viele andere mehr. Und ich will uns heute herzlich begrüßen, liebe Volker. Wir haben schöne Stunden in Pasadena, Los Angeles verlebt. Die Mannschaften kommen, aber keine Musik. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Ich war aufgeregt, können Sie sich vorstellen, als Komponist. Die kommen immer näher, ich denke, jetzt muss es passieren. Nichts. Null, null, null. Was ist passiert? Der Techniker in seinem Studio oben, der amerikanische Techniker, hat vergessen, auf den Knopf zu drücken. Können Sie sich das vorstellen? Das war auch, es war keine Geflügelzuchtschau, es war die Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft. Das müssen Sie sich vorstellen. Ich war also dementsprechend down, war ziemlich am Boden, aber am Tag danach wurde sie dann halt, wie gesagt, gesendet und ging um den Planeten. Und einmal ist etwas passiert, das war für mich sensationell. Ich lag um 1.20 Uhr nachts im Bett im Odenwald, zwischen Darmstadt und Heidelberg, ich weiß, dass Sie das alle wissen. Ich habe mir jedes Spiel reingezogen, wenn ich konnte, und das Spiel der koreanischen Nationalmannschaft, da ist etwas Besonderes passiert. Achtung, wir haben sie mitgebracht. Korea übrigens mit einer Änderung im Vergleich zum 2:2 gegen Spanien. Der Torschütze vom 2:2 Seo Jung Won, der Spieler Nummer 11, den werden wir gleich noch sehen, im Top-Anschlag. Die Hymne beider Mannschaften. Die Hymnen beider Mannschaften. Ganz Korea stark vom Start der Nationalhymne, der kam die Hymne von Franz Sommer. Der ist doch ein dickes Ei, oder? Guck mal, der ist schon ganz unruhig, der Junge. Fremdkopfhymne. Also, ich bin wie ein Torpedo aus dem Bett hochgeschossen, das war herrlich. Ich habe einen Dankeschreiben vom Staatspräsidenten in Korea bekommen, das ist alles Quatsch, aber es war so sensationell. Eins muss ich allerdings noch sagen, ich bin hier in Köln, habe letzte Woche auch in Mainz gespielt. ARD, der WDR in Köln, sowie das ZDF haben mich gnadenlos verhungern lassen. Sie haben dieses Thema nicht ein einziges Mal gespielt. Nicht ein einziges Mal. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Und ich war sehr traurig darüber und ich muss es hier einfach an dieser Stelle sagen. Okay, jetzt haken wir das Thema ab. Jetzt kommen wir wieder zur Musik. Ich möchte Ihnen jetzt einen Violinsolo spielen, der sich Meditation nennt. Meditation aus Thais. Ist ein bisschen was Beruhigendes. Machen Sie sich mal hinzu. Es ist nicht jedermanns Geschmack, das weiß ich. Für die Leute, für die älteren Leute, so wie für mich ab 46, ist das schon nicht ganz so einfach vielleicht aufzunehmen, aber Sie werden merken, ich muss Ihnen das einfach mal zeigen und die Möglichkeiten dieses Instrumentes auch aus dem Orchestersound angeht, werden sicherlich überrascht sein. Es dauert 5 Minuten und 20 Sekunden, danach kommt dann wieder was Anständiges. Thank you.
Jetzt kommt aber wieder das Extrem, meine Damen und Herren. Es ist wirklich nicht einfach, wenn Sie hier oben stehen. Das heißt doch, es ist einfach, es ist wunderschön, aber es ist insofern nicht einfach, wenn man doch ein paar Gäste sieht, die schon ein Jahr älter sind als ich, und dann habe ich immer so Hemmungen, so manchmal so Power zu spielen, aber die Nummer, die musste einfach so kommen. Die nächste wird wieder ein bisschen ruhiger, und zwar eine Sache, die mir am Herzen liegt. Die Lizenzen von dieser CD werde ich einem Hilfsfonds zur Verfügung stellen, und zwar dem Werner Nannenbahns Hilfsfonds für die Kinder von Tschernobyl. Und ich habe eine Nummer komponiert, die For You heißt. Sie trägt also den Namen dieser CD. Eine romantische Melodie.
James Last und Rainer Holbein, der Staperer. Und damals habe ich den Hummelflug von Lipski Korsakow gespielt. Und das habe ich lange, lange nicht mehr gebracht. Und jetzt habe ich ihn wieder mal schön ausgegraben, ein bisschen modernisiert. Und den möchte ich ihn jetzt gerne spielen. Und ich möchte mich jetzt eigentlich dann mit dieser Nummer verabschieden. Hummelflug von Lipski Korsakow, aber in modernen Bearbeitungen. Danke. Okay.